Jo, von meiner Seite, das können wir loslegen. Na gut. Ihr wollt ja gleich wieder Rocket League spielen oder was? Das wäre der Plan jetzt eigentlich gewesen, ja. Das ist, denke ich mal, auch weniger einschläfernd als jetzt Uno oder sowas. Also gestern, das war der. Ich denke, sie war ja auch umgestiegen. Ja, also Uno, das kann man wirklich so 2-3 Runden mal spielen und dann ist aber irgendwann auch echt die Luft raus. So, das ja, ist irgendwann immer das Gleiche. Jetzt hatte einer ein Cupcake. Ich war überlege, ob ich mein Cupcake aufsetze, ja? Und jetzt hast du ein Cupcake. Da sprang meine. Ja, genau, das ist mir auch passiert. Jetzt beim Ich bin aber auch wieder raus. Ist er dann durch. Ich glaube, er ist drüber weg. Puh. Weg ist die Erdbeere. Das hätte ich jetzt echt trinken müssen, ey, um ein Cupcake zu machen. Da wären wir alles süßes hier weg gewesen. Warte mal, du musst ja. Da oben weg, drüber weg, okay. Oh, er fällt wieder raus. Gibt's doch nicht. Bogi. Jedes Mal oben ja. Drüber weg. Bei mir auch. Da rein. Und tschüss. Nein, das ist doch Verarsche. Das ist nicht wahr, schon wieder da oben drüber weg. Jetzt wird aber die dritte Bahn, wo der nicht reingeht, direkt, weil der sagt, dann spring nochmal. Oh, rüber. Ey. Obwohl ich aber auch sagen muss, wir sollten vielleicht mal wieder mal uns mal umschauen nach einem neuen Projekt, weil so langsam, glaube ich, ist das ja auch ein bisschen wieder alles überdrüssig, habe ich so das Gefühl. Ja, alles gut. Wir können ja mal gucken, was wir da noch demnächst haben. Wie gesagt, Monopoly zum Beispiel eine Idee. Da hast du dann wieder so Langzeitdinger, weil das sich jedes Mal ändert. Ah. Na komm, bisschen, bremst ab, bremst ab, bremst ab, jawohl, und dann ist er drin. Pa. Ich hätte, um ehrlich zu sein, ich hätte mal wieder Lust auf irgendein storybasiertes Spiel, wo man wirklich auch einen Fortschritt merkt und sich drauf freut, was passiert als nächstes und wie geht's weiter. Ja gut, da müssen wir mal gucken, was. Was ist mit PUBG zum Beispiel? Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon habt. Ich hab das aber, das hat keine Story, das ist ja auch nur Battle Royale, da könnten wir auch Fortnite oder so spielen. Ja, danke, nee. Nein! Ja, PUBG ist nichts anderes, das ist alles Battle Royale. Mittlerweile, ja. Da, fall doch nicht da runter, nein, das ist doch klar, du. Nee. Und jetzt haben wir noch, ich fall da noch über runter. Also dann würde ich euch wirklich Generation Zero vorstellen. Aber ob das was für Sabrina ist, weiß ich nicht. Ja gut, es geht ja auch ein bisschen darum, genau, wollte gerade sagen. Wir sollten Sabrina nicht ausschließen, weil es kann sein, wenn die dann immer mit deswegen dabei. Deswegen habe ich ja gesagt, wir sollten uns alle mal wieder darüber so ein bisschen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da müsste man halt das Ding weiter mal machen, das Ghost Weekend, wenn sie mal wieder Bock hat, wenn sie mal wieder dabei ist. Da wäre ich ja auch dafür, da Mensch mal wieder weiter zu machen. Ja, das lag aber auch mit an dir. Dann kommt fehlt nur noch, dass wir das nicht wieder wissen, wie die Steuerung ist und dann hier Sabrina wieder alles im Luftjagd dann anfangen, ne? Das kann durchaus. Das kann durchaus aber passieren, dass wir nicht wissen, wie es läuft. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel letztes Mal gespielt wurde. Ich müsste dann gucken. Das ist bestimmt 3 Monate her oder 4 Monate her. Wenn ich ehrlich bin. Also das. Igel! Ja, das wird zu fest, okay. Aber egal. Aber halt sowas halt. Oder Borderlands oder. Ja, Borderlands hab ich zum Beispiel nicht. Ich rede ja nur davon, so ich spiele in der Richtung. So, ja, wo ja, man irgendwas hat. Ich weiß, was so du meinst. Okay. Mit ja, Fortschritt. Ich weiß, was, ja, gucken wir mal, was wir demnächst haben. Ich weiß nicht, wie die PS Plus-Spiele diesen Monat aussehen. Irgendwas mit Shadow of, keine Ahnung. Shadow of the Colossus oder was? Nee, irgendwas anderes. Nee, irgendwas anderes. Okay, weil wenn ich ehrlich bin. Das war ich aber. Ja, aber wie war? Wow, ich bin krass rüber, komm geil. Du kannst auch Shadow of the Colossus ist ja gerade erst. Naja, vor 2-3 Monaten gewesen.
Ja, das kann man ja nur einmal spielen. Ich weiß, ich hab's mir damals geholt. Meine Freundin wollte es haben, hab ich gesagt, Moment, warte mal ab, das geht erst. Das. Ja, jetzt geht's wieder los. Aber wie passen das hier? Ist ne, ihr beide als süß Gebäck in der Küche. Ja, ja. Obwohl ich meine Pancakes nicht unbedingt durch das Abwaschwasser ziehen würde. Na klar. Ist runtergefallen, ich muss ihn sauber machen. Knapp zu hoch, ey. Drei Viertel würde ich machen. Drei Viertel so. Ja, drei Viertel, ja, das ist schwierig. Siehst du, das ist zu wenig. Jetzt. Das war etwas mehr, die Hälfte vom letzten Balken war's. What the fuck you, ey? Was haben wir denn jetzt 11 Stück? Solche Ausdrücke auf YouTube. Ist mir scheißegal. Ist mein Kanal, wenn es nicht passt, kann gehen. Pflege, weißt du auch, Gott, ist das schlecht. Hab ich richtig schön verloren. Das eine Resident Evil Game gibt's ja leider nur. Oh ja, da hängst du in der im Feuer. Typisch 3 so. Gibt's ja noch ein Resident Evil Game, was man. Oh! Aber weißt du, kannst das zu mehreren spielen? Ja, auf der PS3, aber ist das. Ja, ja, da muss ich hier alles umkabeln. Ich hab zwar meine PS3, aber A, hab ich das Spiel nicht. Und B, bis hier die Hälfte meines Zeugs muss kabeln. Die Frage ist ja auch noch, ob das ein Wiener oder so hat, ne? Also ob die da überhaupt eine PS3 ab. Ja, eben, das ist es halt, man muss ich hab zum Beispiel keine. Siehst du, dann hat sich das schon ziemlich erledigt. Ach, geh mich aufs Zack. Schade, wenn wir da alles in Schutz hätten, das wäre lustig, ne? Dann könnten wir Mario Kart machen. Was hätten? Wenn wir eine Switch hätten, hätten wir auch Mario Kart von. Ich hab eine Switch hier. Ja, ich auch, ich aber. Sag ich doch. Ah, da musst du, auch da musst du dann wieder alles umbauen. Da musst du wieder entweder Discord oder Teamspeak oder sowas nehmen. Was ist das denn hier? Jetzt veranstaltet Markus, bist du da rübergekommen. Tja. Achso, du musst da eh runter, ne? Ja, gut, das war gut, das war gut, das war gut. Dirty! Ich komm mit. Was ich letztens schon gesagt habe, Kev, zu Baby hier wäre. Aber es gibt es leider auch momentan nur auf PC, aber das wäre sau cool, wenn wir Phasmophobia spielen könnten. Das würde ich so feiern. Ja, PC, da muss ich aber mehr einen neuen Bildschirm kaufen. Mein hat den Umzug überlebt. Nein, es wird ja darüber gesprochen momentan, ob das geportet wird auf die Konsolen. Das wäre sau cool, das würde ich sofort mit euch spielen. Ich habe das mal beim Gronkh kurz gesehen. Das ist so geil, das Spiel. Also nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er das spielt. Scheiße. Ah, das war zu viel. Hab durch das Gitter durch. Musst du da durch? Da durch das Loch durch, ja? Wieder angefällt. Und durch. Ja. Igel! Jo, Birdie. Verdammter Hund, du! Hör auf, mich anzubellen! Ich bin einfach so durch! Hab den Krass mit der Erdbeere. Drei Schläge. Ja. Du hast schon 12 Vorsprung. Weißt du, wir haben keine Ahnung, wie viel reingespielt. Aber. Halt egal. Tong, 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 tong. Ding, 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 ding. Warum fällst du nicht noch rein? Dann wär's ein Dreier gewesen. Und Kev hätte so gerne einen Dreier. Wir haben welcher Mann nicht. ja.
Ja, perfekt, da unten nicht die Lücke durch. Der hat mich überfahren! No! Fast noch ein Igel, aber nur Birdie. Wer hat dich überfahren? Der Kuh stieg da gerade da vorne. Ich würde sich ja gerade genau da war versenkt. Hm? So hätte ich es gerade auch fast geschafft, da hätte ich sogar einen Igel geschafft, daraus ist nur ein Birdie geworden. Ah. Herzhaft? Du warst doch schon drin im Loch. Hat sie auch gesagt. Kein Kommentar zu irgendwas. So. Ich geh mal wieder unters Bett, ne? Wir sind ganz heimlich unter Bett. Oh, Baby, der war gut. Ich kann mich ja mal im Store ein bisschen umschauen und euch da mal ein paar Vorschläge machen. Ja. Da könnt ihr dann selber mal gucken gehen, so. Hm. Ah, ich muss mal gucken, was ich glaube, dass dieses Monat überhaupt im Store ist. Am PS Plus Spiel wieder. Ich habe da tatsächlich noch gar keinen Überblick. Nur wie gesagt, also wirklich, ich würde mich auch ein bisschen ärgern, wenn wir das mit Tom Clancy nicht irgendwann mal weitermachen, weil ja, wir haben den anderen Teil auch gekauft. Ich will ja auch mal irgendwann weitermachen, das liegt ja nicht an mir. Ich hätte ja weiter gemacht, aber ich kann nicht ein Spiel spielen, was wir sowieso zu viert spielen, und eine Person sagt dann, der hat keinen Bock da drauf, dann müssen wir es halt ein bisschen außen vor lassen. Dann ist das halt so. Das ist halt der Grund, warum wir momentan auch solche Spiele spielen. Weil halt... Ja, wir haben das eine nicht mal fertig, ich habe das andere gekauft und das ist halt ein bisschen doof dann. Ja, nee, alles gut, klar, aber wir müssen jetzt halt gucken, was wir... Ach, der Mann! Oh, der war ärgerlich, Kev, jetzt. Ja, jetzt hat der Kante wieder rausgehüpft. Also wären noch nicht 5 Schläge gewesen. Ja, ich bin gerade nicht nur so Grütze. Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder ein bisschen weitermachen. Ey, da prallt er wieder komplett zurück, ey. An mir liegt das halt nicht. Habe ich auch nicht gesagt. Das war jetzt eine allgemeine Aussage. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich kann ein Spiel... Wir haben es ja probiert zu dritt, das bringt ja nichts. Weil du da nur so ein Volldeppen dabei hast. Das nervt halt. Komm, ich will wenigstens nicht letzter werden. Oh nein. Ah, dieses Loch wieder. Ja, ich weiß. Und wieder zurück zum Anfang. Nein, ich will da wieder zurück. Ich bin wieder da. Ich will da doch nur hoch. Nerv mich doch nicht. Ja! Mit viel Hüpferei. Birdie! Ich hab das, glaube ich, letztes Mal mit 2 Schlägen gemacht oder so. Na, ich bin einfach so lange im Wasser rumgehüpft, bis er auf dieser Plattform liegen geblieben ist. Ja, das würde ich gerne. Aber der springt bei mir wieder jedes Mal zu dieser Plattform hier zurück. Nein! Na, das ist wieder im Wasser drauf! Ernsthaft? Ja, dann fuck you, Spiel. Glückwunsch, hast gewonnen. Ja. Weißt du, bei mir, der hüpft mir regelmäßig zu der anderen Plattform wieder zurück. Pass auf, hit wieder runter, genau. Ach, dann mach's halt nicht. Eine meinst mir so einen Scheiß rauszuhauen. Dann spielen wir es halt, dann geben wir es halt auf.
Nein! Oh. Ernsthaft? Ja, fahr wieder in die Stadt zurück, genau. Ach, leck mich doch, Spiel. Oh! Passt noch mit Paar. Auch nur Bogey. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich komm da gar nicht hoch. Schlägen das war doch dieses eine Spiel auch nicht, dieses Rad. Das wäre auch was gewesen. Boah, ist doch schlecht gerade, ey. Über 40 Schläge Rückstand. Raph, wow. das ist doch so dieses Floßspiel, wo du auf dem Floß irgendwie übers Meer. Ja. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass diese Schlaggeräusche definitiv neu sind. Double Bogey, naja. Besser als nichts. Kann sein, dass ich am Dienstag auch nicht da bin beim Rennen, ne? Nur so nebenbei. Ich weiß noch nicht. Ich doch auch nicht. Ja, es kann sein, dass ich wie in der Fahrstunde, dass es wieder so knapp wird. Wir haben zwar um 9 Uhr, aber je nachdem, was der mit uns vorhat, kann das sein, dass wir sehr lange erst. Kev, ich bin eh nicht da. Ich habe eh Spätschicht die Woche. Ja. Ich kann nur alle 2 Wochen. Ja, stimmt, da war was. Ja, so hatte ich das ja früher. Das war einem Jahr. Immer diese Früh-Spätwechsel. So, ja, Feierabend. Wollen wir da jetzt wechseln? Ja.